Hey Kinders und herzlich willkommen zu dem Deck oder zu der Deckschau von Miller in seinem ersten Game. Und er begleitet hier die 20. oder benutzt die 20. Panzer. Balancierter Aufstellungstyp 110, 135, 155. Möchte man natürlich eher so ein bisschen ins Late Game reinkommen. Aufklärungstab sieht man, ist relativ kurz. Es sind nur drei Aufklärungspanzer, 3 M dabei. Leichter Panzer im Grunde einzustufen. Trotz seiner 150 mm Durchschlagskraft hat er natürlich nur eine 70 mm Frontpanzerung. Ist ein bisschen überladen, also dementsprechend ein bisschen langsam. Aber trotzdem ein solider Panzer noch. Dann Infanterie. Hier ist ein Truppführer am Start. 2 MPs, 2 Karabiner zur Verteidigung und eine geballte Ladung, falls ihnen doch wirklich mal einer zu nahe kommt. Und wenn die geworfen wird, sagen die feindlichen Infanteristen Aua. Dann Sturmpioniere am Start, Flammenwerfer dabei, Nebelhandgranate und 5 MP40, also im Nahkampf schon ordentlich zu gebrauchen. Klar, nicht der größte Squad mit nur 6 Members, aber Nebelhandgranate sorgt dafür, dass man relativ nah rankommen kann. Panzergrenadiere, so eine Standard-Linieninfanterie der Deutschen, relativ teuer, dafür aber mit 2 leichten MG42 vertreten. MP40 und die Karabiner 98 ist mehr so ein Standardding. Dann noch mehr Panzergrenadiere kommen daher, diese mal mit einer Panzerfaust. Sehr solide Einheit, kostet auch 30 Einheiten. Da frage ich mich halt immer so ein bisschen, okay, wo ist da die Begründung, dass die Panzergrenadiere ohne Panzerfaust genauso viel kosten wie die mit Panzerfaust? Muss ja, Eugen Systems dann wissen. Das war es auch schon für A. Relativ wenig Infanteristen. In B kommen nochmal Panzerführer, also Panzergrenadierführer daher, Panzerfaust auch dabei diesmal. Also feindliche Fahrzeuge wollen bei denen nicht einfach so vorbeifahren. Dann Panzergrenadiere mit DP, anstatt den MG42 haben sie 2 DP28 am Start. Ansonsten ähnliche Truppe im Grunde. Durch die DP sind halt ein Ticken schlechter. Deswegen, und eine MP40 haben sie weniger als die anderen Panzergrenadiere, oder? Ah ne, das sind nur die DP. Ja, dadurch 20 Punkte, aber günstiger. Mit 30 Punkten wieder dabei Panzergrenadiere mit Panzerfaust. Dieser Trupp möchte man nicht missen. Ist halt grundsolide gegen vieles. Und dann kommen am Ende nochmal ganz normale Panzergrenadiere, wieder ohne Panzerfaust zum Einsatz. Was so ein bisschen fehlt, ist so Stoßstruppenmäßig. Hier noch ein paar Molotow-Cocktails, aber ansonsten grundsolide Infanterie. So, bei den Panzern sehen wir hier den Startmacht der Panzer 3L. Die haben eine erhöhte Durchschlagskraft, weil die Panzer 3 wollte man natürlich ein wenig aufwerten. Man sieht das hier auch durch die hinzugesetzte Panzerung. 10 Schuss die Minute ist eine echt gute Ansage. Frontpanzerung trotzdem nur bei 70, also relativ wenig. Aber er kostet halt auch nur 40 Punkte. Auf 1500 Meter kann der dann schießen und hat auch noch AP-Geschosse dabei. 100 mm Durchschlagskraft. Richtig eingesetzt können diese Panzer richtige Biester werden, weil sie noch günstiger sind als die T34. Da wir gerade von T34 reden, haben wir hier einen, den T34-42R. Und hat 100 mm Durchschlagskraft, 90 mm Frontpanzerung, also im Grunde ähnlich dem Panzer 3L, nur mit besserer Frontpanzerung. Und ja, was natürlich verschuldet ist, diesem schrägen Aufbau. Solide Einheit, kann man nicht meckern, für 60 Punkte macht man nichts falsch. Panzer 4H, der Hart, der ihn fährt, ist eine besondere Einheit. Und ja, 135 mm Durchschlagskraft auf 75 mm Frontpanzerung. Also man muss auf den so ein bisschen aufpassen, aber nichtsdestotrotz ein solider Panzer. 1750 Meter Reichweite hat dem T34 also ein bisschen was an Reichweite vor. Sollte das auch ausnutzen, ansonsten schnell mal den Rückwärtsgang einlegen, wegen der recht schwachen Frontpanzerung. Dann in Phase B auf Stufe 2 kommen 6 Panzer 4G zum Einsatz und eine noch schlechtere Frontpanzerung als der Panzer 4H mit gleichbleibender Durchschlagskraft.
muss man einfach so sagen. Hat auch 10 Schuss die Minute. Dann kommt noch ein Panzer 4 Führer daher. 75 mm von Panzerung auch nur und 135 mm Durchschlagskraft. Solider Panzer. Dann Panzer 4H ist dann auch am Start. 75 mm AP-Geschosse dabei. Und macht damit auch diese typischen 135 mm Durchschlagskräfte. So, dann ein MG42 darf natürlich nie fehlen als Unterstützung. Es fehlt dafür an Flammenwerfern. Ja, 35 Punkte, 5 Stück, ist ganz okay. Gegen Infanterie möchte man auch die Grille einsetzen, die da ganz gut ist. Muss man nur aufpassen, wenn der Gegner natürlich viel gegen Fahrzeuge hat. Er hat nur eine 30 mm Frontpanzerung, das ist natürlich nicht das Beste. Ein Kettenfahrzeug kommt daher, weil das ist unser Commander. Den möchte man natürlich am Leben halten mit den ganzen Truppführern, ist klar. Ansonsten gut verstecken. Opel Blitz kommt auf C tatsächlich daher, 6 Stück dafür. Also man rechnet nicht allzu früh mit Einsatz von diesen. Panzerabwehr ist hier auch einiges am Start. Eine Panzerschreck, die mit einem BMW R75 relativ schnell an den Tag natürlich, an die Front kutschiert werden kann. Entschuldigung. Und dort nicht für Nahkampf gedacht ist, sondern wirklich nur die Aufgabe hat, gegnerische Fahrzeuge sehr sicher auszuschalten auf ihre 250 Meter. Die kleine Panzerabwehrkanone 184R hat eine 75 mm Durchschlagskraft nur auf 1250 Meter. Das ist also relativ wenig. Muss man gut aufpassen auf die Babys und ja, sehr nah an den Feind ran kutschieren, damit sie effektiv genutzt werden können. Dann die FK-288R hat 105 mm Durchschlagskraft und begrenzte Reichweite und indirektes Feuern. Also ganz okay geeignet. Will man, also über die Kanone kann man nicht meckern. Allerdings nur 3 Stück am Start. Auf Phase A dann noch weiter. Der Marder 1, ich finde ihn schön. APCR-Geschoss hat er 8, mit dem macht er 190 mm Durchschlagskraft. Ansonsten hat er 145 mm Durchschlagskraft. Das ist ordentlich, vor allem auch auf 1750 Metern. Hat also Reichweitenvorteil gegenüber dem T-34, aber absolut keine Panzerung. Also 15 mm, ne? Das ist halt echt wenig. Mein Tisch hat eine dickere Tischplatte tatsächlich. So, immer noch in A sind wir. Die Standardpack 40 des Deutschen. 6 APCR-Geschosse mit 190 mm Durchschlagskraft, aber auf 1750 Meter. Ansonsten 145 mm auf die 1750 Meter. Sehr solide Pack. So kann man es einfach sagen. Und weil die solide ist, gibt es die in Phase B dann einfach noch 5-mal dazu. Flugabwehr. 288er auf A, das gefällt mir tatsächlich. 88er sind halt eine sehr gute Flugabwehr bzw. Panzerabwehrkanone, beide sind einem. Und ja, in Phase B kommen dann zwei verschiedene Sachen zum Einsatz. Einmal die kleinere Variante der FLAG 43 mit 37 mm. Höhere Schussfrequenz, aber dafür ein bisschen schwächeres Feuer. Und nochmal 4-mal die 88er. Artillerie ist auch vertreten. Wir haben hier Wurframen auf B. Wir wissen, auf C kommen erst die Unterstützungsfahrzeuge. Also zu häufig kann er sie wahrscheinlich nicht unbedingt einsetzen. Ja, hat 6 Wurfkörper, die er auf den Gegner schleudert. Und will damit ordentlich Unterstützungsfeuer von oben geben. Ein Beobachter ist auch mit am Start. Dieses Halbkettenfahrzeug ist natürlich mit einem MG ausgerüstet, aber möchte halt seine Off-Map-Artillerie dazu holen. 220 mm HE-Geschosse, also die stärkere Variante. Und auf Phase C kommt die Hummel zum Einsatz. Schöne, dicke, fette Artillerie. Ja, über die kann man generell einfach nicht meckern.
Nur 18 Schuss am Start und nur 4 Schuss in der Minute, aber trotzdem, wo da was einschlägt, das schlägt richtig ein. Flugzeuge haben wir keine Anti-Air, könnte sich eventuell leicht rächen. Also keine direkte Anti-Air, sagen wir es lieber so. Die JU87 D5 oder auch Stukas genannt, haben 2,5 Kilogramm Stollenmunition, antipanzerbrechend, und damit möchte man natürlich den Vorstoß an Fahrzeugen jeglicher Art aufhalten, und das machen die eigentlich auch relativ gut, kosten nur 100 Punkte, sind aber für den Dogfight danach nicht gut geeignet. Semi-gut dafür geeignet sind auch die Bf 109, wenn sie ihre 250 Kilogramm HE-Bombe abgeworfen hat, die gegen Infanterie natürlich gerichtet ist, ist sie ein besserer Jäger als mit der Bombe, allerdings immer noch nicht das Nonplusultra. Gut, das war's. Wir freuen uns auf das Spiel.